Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freiwillige Feuerwehr, also Notruf 1 und 2, die Feuerwehrsimulation Teil 2 in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich habe nochmal einen neuen Spielstand gemacht. Meine Ausbildung kann fortgesetzt. Ich komme. Das heißt, wir fahren jetzt ganz gemütlich erstmal zur Feuerwehrwache und werden jetzt Grundlagen wahrscheinlich beigebracht kriegen. Oh, die Steuerung, ey. So. Natürlich auch wieder zumachen die Tür. Kein Einsatz oder so, ist eine Ausbildung. Mal gucken, was wir machen können. Ich bin mal sehr gespannt. So, das ist hier, glaube ich, ja, das ist die Freiwillige Feuerwehr. So. Und Abfahrt. Hallo meine Kleinen, will natürlich zumachen. Und ich gehe jetzt wahrscheinlich zum Schulungsfeuer, wie es da unten auch schon drin steht. Das ist ganz schön eine große Freiwillige Feuerwehr hier. So, hallo. Ah, hallo. Schön, dass du hier bist. Gerne. Mein Name ist Thorsten. Mhm. Ich bin Hauptbrandmeister und koordiniere hier die Ausbildung der Anfänger. Es freut mich sehr, dass du dich hier angemeldet hast. Fähige Leute können wir immer gebrauchen. Bevor du aber in einem Einsatz mit anpacken kannst, musst du erst einige Grundlagen lernen. Sollen wir direkt starten? Jo, gerne. Nicken. Du kommst genau richtig. Ab sofort kannst du an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Alles klar. Beginnen wir erstmal mit etwas Theorie. Bevor wir anfangen, du hast deine erweiterte Erste-Hilfe-Ausbildung abgeschlossen und den Nachweis schon vorgelegt. Mhm. Richtig? Gut, dann können wir direkt loslegen. In Deutschland gibt es verschiedene Arten von Feuerwehren. Angefangen bei der Berufsfeuerwehr, über Werksfeuerwehren, bis hin zu uns, den Freiwilligen Feuerwehren. Was sie alle verbindet, ist der allgemeine Auftrag der Feuerwehren. Diese besteht aus den 4 Teilen: das Löschen, Schützen, Retten und Bergen. Als Feuerwehr ist es unser Ziel, Menschen und Tiere, aber auch Sachgegenstände aus Notlagen zu retten und vor Gefahren zu schützen. Neben der Brandbekämpfung als Kernaufgabe übernehmen wir dazu auch komplexe technische Aufgaben, wie das Bergen einer eingeklemmten Person nach einem Autounfall. Damit die Feuerwehren ihre Aufgaben auch effektiv erfüllen können, ist eine gute Ausbildung und das richtige Equipment nötig. Die nötigen Mittel hierzu werden von Gemeinden, Landkreisen und Bundesländern gestellt. Da wir gerade von den Einsatzmitteln sprechen, schlage ich vor, dass wir uns direkt mal anschauen, welche Geräte wir hier zur Verfügung haben. Geh nach unten in die Fahrzeughalle. Dort wartet Rainer auf dich, um dir unsere Einsatzfahrzeuge zu zeigen. Dann tschüss, bis gleich. Jetzt ist halt so grob. Also ja, doch, also Truppen- und Einsatzausbildung halt. Hallo, du müsstest rein. Ah, da bist du ja.
Ich soll dir heute unsere Fahrzeuge und einige Geräte zeigen, die wir am häufigsten bei Einsätzen verwenden. Unsere Fahrzeuge sind ja bestimmt schon aufgefallen. In Deutschland gibt es über 20 verschiedene Typen von Einsatzfahrzeugen, wobei jedes Einsatzfahrzeug individuell nach Anforderungen und der Örtlichkeit angepasst werden kann. Okay. Da haben wir zum einen unser HLF, hier rechts von mir. Die Abkürzung steht für Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug. Wobei mir persönlich HLF dann doch lieber ist. Erstmal ist für dich nur wichtig, dass dieses Fahrzeug viele Geräte zum Löschen, aber auch für die technische Hilfeleistung transportiert. Ja. Wir gehen mal mit. Da jede Feuerwache andere Örtlichkeiten und Herausforderungen hat, sind die meisten Feuerwehrfahrzeuge Spezialanfertigungen. Ein Fahrzeug wie dieses hier kostet schnell mehrere hunderttausend Euro. Das und die Größe sind auch der Grund, weshalb sie nur mit einem passenden Führerschein gefahren werden dürfen. Wenn du dich ranhältst und aktiv dabei bist, lässt dich der Ortsbrandmeister vielleicht den Maschinistenlehrgang mitmachen. Dann zeige ich dir, wie man dieses Fahrzeug fährt. Aber machen wir erstmal mit den Grundlagen weiter. Das hier ist unser TLF 3000. TLF steht für Tanklöschfahrzeug. Wie der Name schon verrät, beinhaltet dieses Fahrzeug einen großen eingebauten Tank. Die 3000 ist die Menge an Wasser in Litern, die das TLF mitführt. 3000 wird ordentlich. So, ja, ich komm. Unser TLF kann für kleinere Einsätze eigenständig ausrücken und eingesetzt werden. Dient aber bei großen Einsätzen vor allem zur Unterstützung des HLFs. Bevor wir die Fahrzeuge gleich auf den Hof fahren und uns anschauen, was alles genau drinsteckt, ziehen wir uns erstmal um. Komm mit zu unserem Umkleideraum. Ich weiß, wo der ist, habe ich schon gesehen. Ich bin schneller als du. Och nee. Ups. So, was ist meins? Das ist meins. Oder? Ja. Nee, hä? So. Jeder Feuerwehrmann erhält eine persönliche Schutzausrüstung, die eine der wichtigsten Aufgaben übernimmt. Den Schutz der Einsatzkraft vor Gefahren am Einsatzort. Die Grundausrüstung setzt sich aus einem Feuerwehrhelm, dem Feuerwehrschutzanzug, den Feuerwehrschutzhandschuhen und den Feuerwehrstiefeln zusammen. Die Ausrüstung muss bestimmte Normen erfüllen. Unter anderem darf der Stoff nicht brennbar sein und muss einen Hitzeschutz gegen eine gewisse Temperatur über eine vorgegebene Zeit bieten. Nach jedem Einsatz muss dann diese Ausrüstung ordentlich gereinigt werden und sie ist stets in gepflegtem und einsatzbereitem Zustand zu halten. Rüste dich aus, dann treffen wir uns gleich auf dem Hof vor der Fahrzeughalle. Ich fahr schon mal das Auto raus. Ich komme nachher. Komm hier um. Der ist scheint nicht so gesprächig. Ich weiß nicht, ob wir den Lehrgang in einem Rutsch schaffen. Wenn nicht, gibt es dann den nächsten Teil. Nächstes Mal. Weil ich habe da noch Jugendfeuerwehr. Das sieht doch super aus. Dann schauen wir uns jetzt mal das HLF im Detail an. Jo, bin unterwegs. Neben allerlei technischen Geräten, die du später noch kennenlernen wirst, finden wir auf dem HLF alles, was man zur Brandbekämpfung braucht. 30 habe ich. Das wird eng. Wird halt ein längeres Projekt. Bis hin zum Herzstück dieses Fahrzeugs, der Löschwasserpumpe. Die meisten Brände werden mit Wasser gelöscht. Um dieses einfach und effektiv einsetzen zu können, haben wir hier verschiedenste Armaturen zur Wasserentnahme, Wasserförderung und Wasserabgabe. Lass uns direkt mal eine Löschwasserversorgung aufbauen, bevor dir noch langweilig wird. Wir gehen gemeinsam die einzelnen Schritte durch. Starten wir mit der Wasserentnahme. Hier in Mülheim und in allen deutschen Städten bekommen wir unser Löschwasser hauptsächlich durch Unterflurhydranten. Ich hoffe mal, ich beeile mich jetzt ein bisschen, dass das schnell geht.
Naja, das wird noch spaßig. Wenn nicht, müssen wir das nächste Mal, nächsten Teil dann machen. Jetzt wird ein Standrohr angeschlossen, um das Wasser aus dem Hydranten zu fördern. Aber wenn ich... Na, ein Viertel muss ich los. Und an der Stelle... Na, obwohl, nee, ich mach mal noch was. Das Problem ist, das staut auch immer ewig. Aber sehr schön. Danach geht es am Fahrzeug weiter. Komm mal ein bisschen schneller, ich habe keine Zeit. Jetzt verbindest du ein sogenanntes Sammelstück mit der Pumpe. Dies ermöglicht die Wassereinspeisung durch einen Kran. Und als letzten Schritt verbindest du das Standrohr mit dem Sammelstück durch einen B-Schlauch. Ich glaube, das war's dann auch mit Druckmann 1. Also wenn wir das hier angeschlossen haben und alles... So lange ging das nicht. Guck ich mal. Stopp, zack. Du bist ja schon richtig fit in dem Thema. Gute Arbeit. Das B steht übrigens für den Durchmesser des Schlauchs. Die Größen sind nach Alphabet sortiert. Wobei A der Schlauch mit dem weitesten Durchmesser ist. Verbunden werden Schläuche mit Kupplung, die es ebenfalls in diversen Größen gibt. Die Kupplungen verbinden auch die Schläuche mit den wasserfördernden Armaturen. Schön. Schick. Bin ich fertig? Nehmen wir als Beispiel das Sammelstück. Nee, es verfügt über eine A-Kupplung auf der einen und zwei B-Kupplungen auf der anderen Seite. Damit konntest du den B-Schlauch vom Hydranten mit der A-Kupplung der Pumpe verbinden. Jetzt kennst du schon mal eine Möglichkeit, an Löschwasser zu kommen und dieses zum Fahrzeug zu führen. Fehlt noch die Löschwasserabgabe. Um nun eine Armatur zur Wasserabgabe anzuschließen, verwenden wir einen Verteiler. Hol einen und verbinde ihn mit einem weiteren B-Schlauch mit der Pumpe. Warum nicht, bin ich dann fertig oder muss ich nur so eine Texttür knacken dort? Im Notfall... Laufen lassen will ich das aber auch nicht im PC die ganze Zeit durch jetzt. Oder ich muss irgendwie einen Logfile erstellen. Ab diesem Punkt können bis zu drei Armaturen zur Brandbekämpfung durch C-Schläuche am Verteiler angeschlossen werden. Das sind dann meistens Stahlrohre, die es in verschiedenen Arten und Größen gibt. Diesen Schritt lernst du im Detail im nächsten Lehrgang. Das ist gut. Bis dahin ist deine Hauptaufgabe bei ja, Einsätzen perfekt, das passt, der Aufbau der Wasserversorgung, wie du es heute gelernt hast. Das war mein Teil. Heinz wird sich nun mit dir das TLF und die technische Hilfeleistung anschauen. Viel Spaß dabei. Wir sehen uns. Oh, schnell bitte, Heinz. Moin, kann es direkt weitergehen? Gut, wenn es nicht brennt, lautet die Einsatzart häufig technische Hilfeleistung. Diese Einsätze können sich sehr voneinander unterscheiden und erfordern dementsprechend auch sehr unterschiedliche Geräte. So wird für umgestürzte Bäume eine Kettensäge benötigt, natürlich mit der dazugehörigen Schnittschutzausrüstung, während für eine Türöffnung auch eine einfache Bohrmaschine oder ein Stemmeisen ausreicht. Da dir noch der entsprechende Lehrgang zum sicheren Umgang mit diesen Geräten fehlt, ist deine Hauptaufgabe bei solchen Einsätzen, diese Geräte zu holen und bereitzulegen, falls sie benötigt werden. Damit du weißt, wo sich diese Geräte auf dem TLF befinden, solltest du dich mit dem Fahrzeug vertraut machen. Zur Übung bringst du mir bitte mal die Kiste mit dem Akkubohrer und danach suchst du bitte das Halligan-Tool. Gut, bin ich dabei. Den Akkubohrer, Schützenausrüstung, Führerausrüstung, und das geht mal nicht mehr. Wenigen Heiligen tun, höre ich jetzt die Tür auf und dann ja. Sehr schön.
Schweres Gerät wie eine Kettensäge darfst du im Einsatz erst nach einem weiteren Lehrgang benutzen. Natürlich gibt es auch Geräte, die du ohne extra Lehrgang benutzen darfst. Zum Beispiel befinden sich im Dachkasten vom HLF ein Besen und ein Kehrblech, die zum Aufhegen von Bindemitteln nach dem Binden von Betriebsstoffen wie Benzin und Öl benutzt werden. Das weiß ich. Ein anderes Beispiel hältst du gerade in deinen Händen. Das Halligan-Tool. Es wird in vielen Einsätzen benötigt. Es handelt sich dabei um eine spezielle Bauform einer Brechstange, welche einen Dorn, eine Klinge und einen Blechschneider besitzt. Es zeichnet sich durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten aus, die meist dem Zweck dienen, sich ohne große, aufwendige Geräte schnell Zugang zu verschaffen. Probiere es doch mal direkt an unserer Übungstür hier aus. Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Wie du sehen konntest, ist es eine Leichtigkeit, mit dem Halligan-Tool eine Tür zu öffnen. Die Zeit, die wir damit sparen, rettet wortwörtlich Leben. Mhm. Die letzte Gerätegruppe, mit der wir uns heute befassen werden, dient dem Schutz am Einsatzort. Absperren. Damit Einsatzkräfte sicher und schnell arbeiten können, muss der Schutz am Einsatzort entsprechend gegeben sein. An Straßen ist eine der größten Gefahren der Verkehr. Um sich gegen diesen abzusichern, setzen wir hauptsächlich Verkehrsleitkegel, Warnlampen und Warndreiecke ein. Diese werden nach verschiedenen, in der Dienstvorschrift bestimmten Regeln auf die Straße gestellt, wobei sich diese Regeln je nach Straßenart ändern. Dies gehört von Anfang an zu deinem Verantwortungsbereich. Du solltest also wissen, wo diese Dinge auf dem Fahrzeug sind. Zur Übung holst du bitte mal die Verkehrsleitkegel und die Warnblitzleuchten und stellst sie auf. Oh, schön, ich kann wieder aufgehen. So, zack, aufstellen. Muss das das letzte sein, muss ich nur. Perfekt. Als letzten Punkt heute sprechen wir noch den Gefahrenbereich an. Dies ist der Bereich, in dem Gefahr für Menschen, Tiere und auch Schäden an der Umwelt oder Sachgegenständen droht. Im Gefahrenbereich gilt es immer, sich besonders umsichtig und vorsichtig zu bewegen. Zudem versuchen wir uns immer nur so kurz wie nötig im direkten Gefahrenbereich aufzuhalten. Denk immer daran, dein eigener Schutz und der deiner Kameraden hat höchste Priorität. Das kann ich bestimmt immer mit einräumen, ne? So, da hier keine Gefahr mehr besteht, Perfekt. Räumen wir jetzt alles wieder ein. Na los, pack mit an! Nö. So, an der Stelle wäre das Video auch vorbei, weil jetzt muss ich noch mit dem Schulungsleiter sprechen. Hat noch einen schönen Tag. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.